Digitalisierung. Und wir fangen auch heute gleich im Stand an, um so richtig fit zu werden. Und wir schauen erstmal nochmal auf unsere Füße. Sind sie hüftweit unter unserem Becken? Erhebt nochmal alle Zehen von der Matte ab und spreizt die Zehen richtig auf. Und dann legt den Großzehballen einmal ab, vielleicht ganz separat von den übrigen Zehen. Zieht den Großzehballen wieder nach oben, versucht mal den kleinen Zehen abzulegen. Vielleicht funktioniert es. Dann zieht alle Zehen wieder nach oben an und dann versucht man alle Zehen ganz breit, datschig auf der Matte abzulegen. Und dann spürt die hintere innere Ferse, wie sie fest in den Boden drückt, die hintere äußere Ferse. Und alle Zehen sind festgesaugt auf der Matte. Und dann schließt für einen Moment die Augen und spürt, wie ihr verwurzelt mit der Erde. Ganz früh am Morgen, ganz vital. Und mit geschlossenen Augen zieht dann mal die Schultern hoch zu den Ohren, ganz genüsslich, ganz sanft. Und dann führt sie ganz gemütlich wieder hinter euer Herz. Einatmen, zieht die Schulterblätter mit geschlossenen Augen zu den Ohren. Und mit der Ausatmen lasst sie sanft in euren hinteren Rücken hineingleiten. Einatmen nochmal, zieht die Schultern hoch zu den Ohren. Und dann lasst sie mit der Ausatmen einfach nur fallen. Boah, ganz schwer. Und nochmal hoch zu den Ohren und fallen lassen. Boah, und gerne mit einem Seufzer hoch zu den Ohren und fallen lassen. Boah. Und dann spürt ihr einen Moment nach. Bewegt gerne die Fingerspitzen, immer noch mit geschlossenen Augen. Bewegt nur die Knie, aber lasst die Füße verklebt auf der Matte, als würdet ihr so festgesaugt tänzeln wollen. Und dann kommt wieder ganz gemütlich zur Ruhe und öffnet mit sanftem Blick die Augen. Und dann bitte ich euch, die Hände mal in einem weiten Bogen über die Seite nach oben zur Decke zu strecken. Und dann streckt euch und streckt euch, als würdet ihr die Sonne vom Himmel holen, um euch die Wärme ins Herz zu speichern. Oh, das tut gut. Rechte Seite, linke Seite, ganz viel Dehnung. Und mit der Ausatmung ein Riesenseufzer, lasst die Arme wieder zur Seite sinken. Nochmal einatmen, Arme weit über die Seite nach oben. Zieht euch in die Länge, kommt auf die Zehenspitzen. Zieht euch weit nach oben. Und mit der Ausatmung sinkt wieder auf die Fersen und nehmt die Arme zur Seite des Körpers. Und dann bitte ich euch, die Arme in eine Kaktushaltung auf die Seite zu nehmen. Und wir spüren nochmal einen festen Stand am Boden. Den brauchen wir jetzt auch, dass die Füße fest verankert sind. Könnt gerne nochmal so hin und her tänzeln. Und wir machen ganz dynamische Aufweckbewegungen. Einatmen hier. Ausatmen, in die Knie und die Ellenbogen zusammen. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, wieder mit den Ellenbogen zusammen. Einatmen, wieder hoch, Ellenbogen auseinander. Ausatmen, runter. Und wir werden dynamischer. Einatmen, hoch, zieht die Schulterblätter weg von den Ohren. Ausatmen, runter. Einatmen, hoch. Ausatmen, runter. Einatmen, hoch, Achtung, wir warten und ziehen einmal die Schulterblätter noch mehr hinter unser Herz. Die Ellenbogen ziehen zur Seite nach außen, weniger nach unten als mehr zur Seite nach außen. Und dann holen wir die Arme mal nach oben und als würden wir eine Stange vom Himmel runterziehen, ziehen wir die Arme nochmal zur Seite und legen die Schulterblätter noch mehr hinter unser Herz. Und dann beginnen wir nochmal in die Knie und die Arme nach vorne. Einatmen nach oben. Ausatmen in die Knie. Einatmen nach oben. Ausatmen in die Knie. Einatmen nach oben. Ausatmen in die Knie. Einatmen nach oben. Achtung! Und jetzt machen wir es anders. Wir holen die Arme nach oben. Einatmen in die Knie und die Arme nach oben. Ausatmen.
Ausatmung, Stange nach unten ziehen. Einatmung, nach oben die Arme, in die Knie. Ausatmung, richtet euch auf, Stange nach unten ziehen. Einatmung, dynamischer. Ausatmen, nach oben. Einatmung, in die Knie. Ausatmen, nach oben. Einatmen, in die Knie. Ausatmen, nach oben. Letztes Mal einatmen, in die Knie. Ausatmen, nach oben. Schließt die Hände im Anjali Mudra vor euer Herz. Schließt die Augen und spürt einen Moment nach. Das Blut pulsiert ganz aktiv in euren Adern und ihr versucht mit langen Atmen wieder euren hektischen Atem vielleicht zu beruhigen, wieder die Ruhe in euer Herz einkehren zu lassen. Wenn ihr die Augen so geschlossen habt, könnt ihr gerne auf euren fest verklebten Füßen mit der Matte ein bisschen hin und her schaukeln, ganz kleine Mini-Bewegungen, um euch auszubalancieren in dieser Standposition. Und dann bitte ich euch wieder mit sanftem Blick die Augen zu öffnen, lasst die Hände zur Seite des Körpers gleiten. Und dann nehmen wir die linke Hand einmal mit der Handaußenfläche an unser Kreuzbein und stützen mit der Handaußenfläche unser Kreuzbein von hinten. Und wir holen den rechten Arm mit der Einatmung über die Seite nach oben, ziehen uns nochmal in die Länge, das Schulterblatt verankert im hinteren Rücken. Und wenn wir die volle Länge spüren und den rechten Fuß fest in die Matte drücken, lehnen wir uns ein Stück weit nach links. Wir drücken noch fester in den rechten Fuß, ziehen das rechte Schulterblatt in den hinteren Rücken und lehnen uns noch ein wenig nach links. Und jetzt ist es die rechte Ferse, die sich leicht hochhebt, wenn wir uns noch mehr nach links dehnen. Und es ist wie, als würden wir uns gegenüber einem imaginären Ball legen. Und die rechte Ferse geht jetzt zur Matte und wir spüren noch mehr Dehnung auf der rechten Seite. Volle Aufdehnung. Schön, einatmen. Hol den Arm wieder nach oben, gerade Position. Und lass den rechten Arm neben den Körper zum Boden sinken. Der linke Arm kommt auch wieder nach vorne. Und dann ist es die rechte Handrückseite, die wir gegen unser Kreuzbein legen, um unser Kreuzbein zu stützen. Und wir holen mit der nächsten Einatmung den linken Arm über die Seite weit nach oben. Ziehen ihn nochmal nach oben, dass die Hände, die Finger leuchten. Und ziehen unser Schulterblatt hinter unser Herz. Langer Nacken, stolzer Blick, langer Hals. Einatmen, wir legen uns auf die rechte Seite, wie über einen imaginären Ball. Einatmen, noch ein Stück mal nach rechts. Und dann heben wir die linke Ferse nach oben, dass wir uns noch ein Stück weiter nach rechts lehnen können. Und dann ist es die linke Ferse, die weit in den Boden wieder erdet, um die linke Flanke noch mehr zu dehnen. Schöne Aufdehnung hier. Einatmen, kommt wieder nach oben, löst den Arm, löst den rechten Arm und schüttelt einmal die Arme fest aus. Wunderbar, super. Mit der nächsten Einatmung nochmal. Gute Erdung in den Füßen auf der Matte. Einatmen, holt die Arme über die Seite nach oben zur Decke. Verschränkt die Hände bis auf die Finger, bis auf die Zeigefinger. Und dann holt euch nochmal die volle Länge von den Fersen über die Krone des Kopfes bis in den Zeigefinger nach oben. Spannt die Oberschenkel an, aber lasst eine kleine Mikrobeuge in den Knien. Und dann weitet einmal das Becken weit in den Raum hinein. Ihr könnt gerne leicht in die Knie kommen. Und wenn sich die hinteren inneren Oberschenkel nach hinten dehnen, holt ihr das Steißbein mit der nächsten Ausatmung wieder Richtung Fersen nach unten. Wir machen das noch einmal. Einatmen, weitet das Becken weit in den Raum hinein. Ausatmen, zieht das Steißbein Richtung Fersen, Richtung Matte nach unten. Und dann könnt ihr die Knie wieder leicht strecken. Wenn ihr einen stabilen Stand in der Hüfte habt und euer Powerhouse fest ist, die unteren Rippen ziehen zum Bauchnabel, dann verneigt euch mit dem Oberkörper über eure Knie. Schaut in euren Bauchnabel hinein. Ist er fest angespannt?
Einatmen, zieh die Arme wieder nach oben. Ausatmen, wieder eine leichte Verbeugung. Schaut in euren Bauchnabel. Einatmen, zieh die Hände wieder nach oben. Ausatmen, verneigt nochmal. Schaut in euren Bauchnabel. Einatmen, die Finger ziehen wieder weit Richtung Himmel. Ausatmen, löst die Hände zur Seite und schüttet nochmal alles aus. Als würdet ihr auf der Matte tanzen. Wunderbar. Wir kommen am Anfang der Matte zum Stehen. Und auch hier erden wir nochmal die Füße hüftweit. Und mit der nächsten Einatmung ziehen wir die Arme im weiten Bogen nach oben zur Decke. Und mit der Ausatmung verneigen wir uns in eine Vorbeuge. Wer noch nicht so flexibel ist, kommt einfach so in die Knie und legt die Hände auf die Unterschenkel drauf. Wer schon flexibler ist, kann natürlich die Hände auf der Matte abstellen und sich über die Knie gerne mit gebeugten Knien verneigen. Wir atmen zusammen ein, stellen die Fingerkuppen vor uns auf und ziehen den Oberkörper in die Länge, Schultern weg von den Ohren. Und mit der Ausatmung verneigt nochmal tief über eure Knie. Einatmung nochmal, zieht euch an den Händen lang oder gerne die Hände auf den Unterschenkeln, auf den Schienbeinen, langer Rücken. Und mit der nächsten Ausatmung tritt der rechte Fuß zum Mattenende zurück. Wir sind in einem Ausfallschritt. In diesem Ausfallschritt schaut nochmal durch, sind die Füße hüftweit aufgestellt. Zieht das Becken mit der Einatmung weit nach oben, kommt gerne auf die Fußspitzen des hinteren Fußes. Und mit der Ausatmung sinkt die rechte Ferse weiter Richtung Matte und ihr sinkt auch weiter in euer linkes Knie hinein. Schöner Ausfallschritt. Und wenn ihr den linken Beckenkamm mehr Richtung hintere Mattenrand zieht, dann bekommt ihr so eine Kraft in euer Powerhouse. Zieht den Bauch weg vom linken Oberschenkel und dann erdet die rechten Fingerkuppen fest in den Boden, dass sich die linke Hand nach links auftwisten kann zum Himmel. Wunderbar. Spürt die Kraft von den rechten Fingern bis in die linken Fingerkuppen. Spürt, wie der rechte Fuß fest auf die Matte drückt und auch der linke Fuß, als würden sie sich zueinander schleifen. Herrlich. Atmet tief in diese Dehnung. Genießt es. Und mit der Ausatmung erdet die linke Hand wieder zur Matte neben dem linken Fuß und ihr tretet mit dem rechten Fuß zum linken nach vorne. Stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Gerne auch immer alternativ die Hände auf die Schienbeine legen. Einatmen, zieht euch nochmal lang mit den Händen aufgestellt in eine halbe Vorbeuge. Und mit der nächsten Ausatmung führt den linken Fuß zum hinteren Mattenende. Ausfallschritt. Wir schauen unten durch, sind die Füße hüftweit. Kommt auf die Zehenspitzen des linken Fußes, hebt eure Hüfte ein Stück nach oben. Und mit der Ausatmung erden wir die Hüfte weiter Richtung Matte. Kommt weiter in unser rechtes Knie und erden auch die linke Ferse mehr zur Matte. Und dann holen wir den rechten Beckenkamm etwas mehr zurück Richtung Mattenende, leveln unsere Hüfte, ziehen den Bauchnabel weg von unserem linken Oberschenkel, erden die linken Fingerkuppen fest auf der Matte und dann ziehen wir den rechten Arm über rechts nach oben zum Himmel. Schöner Twist am Morgen. Das tut der Wirbelsäule so gut. Durchgeknetet vom Steißbein bis zur Krone des Kopfes. Und ihr spürt die Kraft, die aufsteigt von der linken Hand bis zur rechten, vom rechten Fuß bis zum linken. Volle Ausdehnung hier, volle Spannung. Und mit der Ausatmung erden wir alle wieder den rechten Fuß, die rechte Hand neben dem rechten Fuß, entschuldigt. Und wir treten mit dem linken Fuß zum rechten dazu, stellen die Fingerkuppen auf, ziehen uns lang in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, verneigen tief in eine ganze Vorbeuge.
Einatmen. Wir führen die Arme über die Seite nach oben zur Decke. Ausatmen. Die Hände gehen ins Anjali Mudra vor unser Herz. Einatmen. Die Arme über die Seite nach oben zur Decke. Ausatmen. Verneigt über die Knie zu Boden. Einatmen. Zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, wir erden die Hände auf der Matte und treten mit beiden Füßen zurück in die Plank-Position. Wer noch nicht so fit ist, kann gerne die Knie zu Boden nehmen. Einatmen, wir nehmen alle die Knie zu Boden und lassen den Oberkörper zur Matte sinken. Die Füße streckt lang, die Arme streckt vor euch aus und dann zieht euch mal von den Fußspitzen über die Fingerspitzen weit in den Raum hinein. Es würdet ihr eure Wirbelsäule ganz weit aufdehnen wollen. Ganz auseinanderziehen, wie eine Ziehharmonika. Und mit der Ausatmung lasst einfach mal los und legt die Stirn auf der Matte ab. Einatmung, zieht euch nochmal in die Länge. Und dann ist es der rechte Arm, der sich heben darf. Und der linke Bein, der sich heben darf. Und ihr zieht mit den Zehenspitzen und den Fingerspitzen weit in den Raum hinein und mit der Ausatmung sinkt Hand und Fuß wieder zur Matte. Einatmen, wir haben eine linke Seite und wir heben den linken Arm nach oben und heben das rechte Bein diagonal leicht von der Matte weg. Es muss gar nicht so hoch sein. Und wir ziehen die Fingerspitzen nach vorne und die Fußspitzen nach hinten. Ziehen unsere Wirbelsäule auseinander, das löst Spannungen im unteren Rücken. Und mit der Ausatmung legen wir wieder alles ab. Und dann sind es die Hände, die unter die Schultern sich stützen dürfen. Und viele, einschließlich mir, können die Cobra nicht so gut machen, weil es so ein bisschen wehtut im unteren Rücken, gerade wenn man Wirbelgleiten hat. So erdet die Füße fest auf der Matte, drückt die Hände fest unter der Brust, in den Boden, zieht die Schultern weg von den Ohren, erdet das Steißbein Richtung Matte, zieht den Bauchnabel zurück und dann hebt euch nur ganz sanft nach oben, nur dass sich der Kopf ein bisschen diagonal Richtung Boden hebt. Und mit der Ausatmung sinkt die Stirn wieder zur Matte. Und mit der Einatmung zieht nochmal den Oberkörper ganz leicht und ganz sanft nach oben und mit der Ausatmung wieder zurück. Und der Popo ist nicht geklemmt, sondern nur geturnt. Einatmen. Kleine Cobra, Mini-Mini-Cobra, ganz sanft, Schultern weg von den Ohren. Und mit der Ausatmung legt die Hände unter eure Stirn und legt die Stirn darauf ab. Wackelt ein bisschen mit dem Becken von links nach rechts und von rechts nach links. Das tut gut. Und dann bitte ich euch, die Hände wieder unter den Schultern aufzustellen. Stellt die Zehenspitzen auf und drückt euch zuerst mal mit dem Becken zurück auf die Fersen. Die Fingerspitzen bleiben aufgestellt und ihr zieht von den Fingerspitzen Richtung Steißbein, dass sich das Steißbein noch mehr Richtung Fersen drücken kann. Volle Länge. Ich liebe es in der Früh, sich zu dehnen und zu strecken, das tut unserem steifen Rücken so gut, der in der Nacht ja nur rumgelegen hat. Und dann erdet die Hände auf die Matte und richtet euch bitte auf in einen Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand sind die Füße aufgestellt, die Knie unter dem Becken, die Hände unter den Schultern. Und mit der Einatmung kommt er mal in ein Hohlkreuz, das Becken weit in den Raum hineingestreckt, der Kopf gehoben und mit der Ausatmung schaut in euren Bauchnabel, kommt in einen Rundrücken. Das Steißbein zieht weit Richtung Knie nach unten und ihr weitet den hinteren Rücken zum Himmel nach oben. Einatmen, kommt nochmal in ein Hohlkreuz, ganz gemütlich, ganz geführt. Zieht die Schultern immer wieder weg von den Ohren, als würdet ihr die Hände zu den Knien schleifen. Und mit der Ausatmung verneigt wieder in ein Rundrücken. Zieht die Nase zur Brust. Einatmen, kommt in eine neutrale Position. Und dann erden wir die Unterarme auf der Matte.
parallel zum langen Mattenrand. Und es sind die Hände, die sich jetzt verschränken dürfen, um euch Stabilität zu geben. Die Ellenbogen sind unter den Schultern. Und wer heute ganz genüsslich mit mir praktizieren will, bleibt mit den Knien am Boden. Wer mehr braucht, kann gerne die Knie von der Matte abheben. Und ich mache es erstmal in der sanften Variation mit der Einatmung. Kommen wir mit der Nasenspitze über unsere Hände nach vorne. Das ist der schwimmende Delfin. Und mit der Ausatmung ziehen wir die Nase wieder über die Hände zurück. Und wer gerne im Delfin mehr braucht, hebt die Knie. Aber der Bauchnabel ist immer zum hinteren Rücken gezogen. Das Steißbein zieht nach vorne zum Schambein. Einatmen, wir kommen nach vorne über die Hände. Ausatmen, wieder zurück. Lasst gerne die Knie am Boden. Einatmen, zieht die Nase über die Hände nach vorne. Ausatmen, zurück. Einatmen, über die Hände nach vorne. Ausatmen, zurück. Einmal atmen, über die Hände nach vorne. Ausatmen, zurück. Noch ein letztes Mal, super, ihr schafft das. Einatmen, über die Hände nach vorne. Ausatmen, zurück. Und wer die Knie nicht am Boden hat, erdet sie jetzt. Und wir erden die Knie alle mattenweit. Lassen die Zehen ausgleiten, die großen Zehen treffen sich. Und wir legen das Becken auf die Fersen. Machen ein Kissen mit unseren Händen unter der Stirn und spüren einmal kurz nach. Das tut dem Rücken so gut. Bauchmuskeltraining, Dehnung von allen Seiten, durchbewegen, drehen. All das ist so wichtig für einen gesunden Rücken. Atmet tief in jegliche Spannung hinein. Verlängert den Nacken. Zieht die Schultern immer wieder weg von den Ohren, egal in welcher Position ihr seid. Die Schultern und die Ohren mögen sich eigentlich gar nicht. Und gerne könnt ihr mal auch seufzen, wenn ihr hier so schön entspannt mit der Stirn auf den Händen. Einatmen ganz tief, bis ins Becken atmen, bis ins Steißbein. Und mit einem riesen Seufzer ausatmen. Oh, super. Und dann bitte ich euch wieder in einen aufrechten Sitz zu kommen. Wir sitzen auf den Fersen. Legt die Hände gerne gemütlich auf die Knie. Schließt für einen Moment die Augen. Und dann heben wir, wenn wir die Augen wieder öffnen, nochmal genüsslich die Arme über die Seite in einen weiten Bogen nach oben. Wir ziehen uns in die Länge und mit der Ausatmung geht der rechte Arm nach hinten und der linke nach vorne. Einatmung, zieht die Finger in den Raum hinein und mit der Ausatmung erden die rechten Finger hinter euren Zehen auf der Matte. Und die linke Hand erdet auf dem rechten Knie. Und ihr schaut, dass das Becken ganz stabil auf den Fersen liegt. Und mit der Einatmung zieht den Oberkörper in die Länge. Und mit der Ausatmung dreht ein Stück weit mehr nach rechts. Die Schultern sind immer in einer geraden Linie zueinander. Sie fallen nicht nach vorne. Sie ziehen in den hinteren Rücken nach hinten. Stützen euer Herz von hinten. Einatmen. Kommt ein Stück weit noch mehr in die Drehung. Und mit der Ausatmung versinkt in dieser Position. Das Becken ist fest. Nur der mittlere Rücken und der obere Rücken dreht. Einatmen. Holen wir die Arme über die Seite nach oben. Drehen uns nach vorne. Und mit der Ausatmung drehen wir nach links. Die Arme sind parallel zur Matte. Und nun ist es die linke Hand, die auf der Matte hinter uns, hinter den Füßen erden darf. Und die rechte Hand darf sich auf das linke Knie legen. Und ihr dreht mit der linken Schulter noch ein Stück weit nach hinten, ohne zu reißen. Ganz sanft geht mit euch um. Zieht euch in die Länge. Twistet weiter nach links mit der Einatmung
Und mit der Ausatmung sinkt euer Becken schwerer auf eure Fersen. Einatmung, zieht euch lang, zieht die Schulter genüsslich, die linke noch weiter nach hinten. Und mit der Ausatmung sinkt mit dem Becken tiefer auf eure Fersen. Die Seiten des Halses sind lang, der Blick ist stolz, die Schultern sind weg von den Ohren. Einatmung, kommt wieder mit den Armen über die Seite nach oben. Zieht euch ein letztes Mal nochmal hier in der Sitzposition in die Länge und mit der Ausatmung gehen die Hände im Anjali Mudra vor euer Herz. Und dann bitte ich euch, die Füße auf der Matte auszustrecken. Und wir holen nochmal das Sitzfleisch unter unserem Sitzbeinknochen hervor. So spüren wir die Sitzbeinknochen fester auf der Matte. Und jetzt ist es in der Stockposition der ganz aufrechte Sitz, der uns ganz stolz in den Raum blicken lässt. Die Nacken des Halses sind lang. Wir können gerne mit den Händen mal unseren Kopf richtig rausheben, weg von den Schultern oder die Hände hinter unserem Nacken verschränken und uns eine kleine Massage mit den Fingerkuppen am Nacken geben. Das tut gut. Und dann erden wir die Fingerkuppen hinter uns auf der Matte. Die Fingerspitzen zeigen Richtung Becken. Und die Ellenbogen sind gut gebeugt und die Schulterblätter legen wir hinter unser Herz. Und jetzt ist es so, als würden wir uns einfach zurücklegen auf unsere Ellenbogen. Und gerne, indem die Fingerkuppen weiter nach vorne wandern, können die Ellenbogen zum Boden kommen und die Unterarme. Und wir liegen auf den Unterarmen und wir sinken nicht ein in unseren Schultern, sondern wir ziehen unser Herz nach oben zur Decke. Eine kleine Lordose im unteren Rücken mit stabilem Becken auf der Matte. Und wir genießen die umgekehrte Sphinx-Position, wo wir mit verlängertem Hals ganz stolz in diesen Tag, ganz freudig hineinblicken. Und wir freuen uns auf das, was heute kommt. Wir sind ganz happy und ganz glücklich. Ein neuer Tag in unserem Leben, der uns geschenkt wird und der uns ganz viel Glück bringen möge. Und mit der nächsten Ausatmung gleitet auf eurem Weg mit dem ganzen Körper auf die Matte. Nehmt die Füße mattenweit, die Hände mattenweit, die Füße fallen nach außen und die Handinnenflächen zeigen zur Decke. Und ihr genießt bitte hier noch ein paar Minuten Shavasana. Ich hole euch dann auch gleich wieder raus, aber genießt erstmal. Lasst den Körper zur Ruhe kommen. Lasst all das, was wir geübt haben, verdauen. Schließt die Augen und lasst den Atem ganz genüsslich, ganz gleichmäßig und selbstverständlich in euch pulsieren. Shavasana. Thank you.
Lasst die Augen noch einen Moment geschlossen, wenn ihr den Atem ganz tief in euch reinholt. Saugt den Sauerstoff und die Energie des neuen Tages in euch ein. Und lasst nochmal mit der Ausatmung alles los. Und dann bewegt sanft die Fingerspitzen und die Zehenspitzen. Weckt die Fußgelenke auf, die Handgelenke. Zieht die Arme nochmal über den Kopf und dehnt euch auf. Und mit der Ausatmung lasst alles los. Und dann stellt gerne die Füße nahe am Becken auf. Sinkt zu einer Seite in die Embryo-Haltung, um euch, wenn ihr soweit seid, in einen aufrechten Sitz zu begeben, gerne noch mit geschlossenen Augen. Spürt nochmal gerne kurz nach, sammelt eure Kräfte in eurem Herzen. Nehmt gerne die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Ich wünsche euch einen wunderschönen, energetischen, glückvollen Tag, voller Freude, voller Sonne in eurem Herzen. Namaste, ihr Lieben. Danke fürs Praktizieren, für diesen schönen Morgen.